Hallo Leute! Und herzlich willkommen zu einer kleinen Vorschau, zu einem kleinen Prolog, tatsächlich zum Tutorial von Resident Evil 6. Zum Spiel selber gar nicht so viel sagen. Es soll eine kleine Einführung sein, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in einigen Tagen / zwei Wochen oder keine Ahnung, wann ich das hier raushaue. Ein paar Tage werden es auf jeden Fall noch sein, bis Resident Evil 6 hier auf dem Kanal erscheint. Aber ich, ja, wie gesagt, ich wollte euch halt einen kleinen Vorgeschmack geben und das ist dieser Prolog hier. Wir schlüpfen in die Rolle. Los. Es ist noch nicht vorbei. Unseres alten Bekannten Leon S. Kennedy. Und als ich damals diese deutschen Worte das erste Mal gehört habe, ich war richtig schockiert. Für mich Resident Evil, das war halt immer Englisch mit Untertiteln. Ich kannte das gar nicht. Ja, Resident Evil 6 war, glaube ich, das erste Resident Evil, was tatsächlich synchronisiert wurde. Ich finde es gerade ein bisschen dunkel, ehrlich gesagt, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, es ist, ich finde, es ist eine ziemlich coole Geschichte. Schon allein die Tatsache, dass wir vier verschiedene Blickwinkel haben. Durchhalten, Helena. Denn Leon ist ja nicht der einzige Charakter. Dazu später noch viel mehr. Ich will zur Story gar nicht. Ich will zur Story gar nicht viel erzählen. Aber neben einer Rückkehr von. So leicht kommen sie nicht davon. Na los. Leon Scott Kennedy haben wir gleichzeitig dann noch ein Wiedersehen. Mit unserem guten Freund Chris Redfield. Wir werden Sherry Birkin wiedersehen. Ja, die Tochter von William Birkin, das kleine Mädchen aus Resident Evil 2. Und auch Ada Wong ist mit von der Partie. Das ist quasi ein Who is Who der absoluten Resident Evil Elite. Ja, die einzige, die da im Prinzip fehlen, oder die einzigen beiden, die fehlen quasi in dieser Ansammlung. Das sind Jill Valentine und Claire Redfield und es halten sich ja weiterhin Gerüchte, dass im Vorfall tatsächlich auch ein Szenario, ein Kampagnenpfad geplant war, wo die beiden zusammenarbeiten. Ja, es hielten sich sogar Gerüchte, dass wir eventuell Rebecca Chambers wiedersehen, weil Resident Evil 6 war ja das große Jubiläums-Resident Evil, wo die Serie an sich groß gefeiert werden sollte. Natürlich wieder mit Koop-Partnersystem, das ist ja inzwischen aus Resident Evil schon fast nicht mehr wegzudenken. Ja, die gute Dame, die Leon da im Arm hat, das ist seine Partnerin. Also, ihr müsst euch den Kampagnenmodus, das sage ich an dieser Stelle kurz, ihr müsst euch den Kampagnenmodus so vorstellen. Wir haben vier Kampagnen, die wir alle separat voneinander starten können, ja? Also, wir wählen uns quasi einen Charakter aus. Wir wählen zwischen Leon, zwischen Chris, zwischen Ada und zwischen einem Newcomer namens Jake, zu dem ich im Let's Play selber noch mehr sagen werde, weil ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Und das sind quasi die vier Hauptcharaktere. Und jeder dieser vier Hauptcharaktere, das heißt Ada nicht, aber die anderen drei, die haben alle noch einen Partner. Weil die Kampagnen auf Koop ausgelegt sind, dass quasi zwei Spieler das erleben können. Leons Partner ist die gute Dame, die wir hier sehen, namens Helena Harper. Chris' Partner ist ein weiteres Mitglied der BSAA, quasi sein Stellvertreter, Pierce Nevins. Jake, also der Newcomer, der hat als Partnerin die gute alte Sherry Birkin, die ich ja im Vorfeld schon erwähnt habe. Ada arbeitet tatsächlich solo. Es ist aber inzwischen durch einen Patch tatsächlich möglich, Adas Kampagne auch im Koop-Modus zu spielen. Dann kriegt sie so einen namenlosen 0815-Agenten an die Seite gestellt, der in keinerlei Zwischensequenzen auftaucht und auch in keiner Weise irgendwie mit der Story interagiert. Der ist tatsächlich einfach nur präsent, damit der zweite Spieler jemanden hat, den er spielen kann. Aber prinzipiell war Adas Kampagne gedacht als Solo-Kampagne, weil jede dieser vier Kampagnen auch ihr eigenes Gimmick hatte. Ja, Leon setzt mehr so auf Nostalgie, auf Klassik, auf Horror. Chris ist ein absolutes Action-Highlight. Na gut, Highlight ist übertrieben, aber Chris' Kampagne ist halt die Action-Kampagne. Jakes Kampagne ist mehr so ein, ja, ich sag mal, kennt ihr, ach, wie heißt das denn, Auf der Flucht? Es geht mehr so in die Richtung und Adas Gimmick war halt solo, sie ist alleine unterwegs. Und diese vier Kampagnen, ja, ich rede jetzt hier gerade sehr viel, während wir hier stehen, aber das ist ja normal.
Ich will euch halt einfach erzählen, was euch in Resident Evil 6 erwartet, damit ich das dann da nicht mehr erzählen muss. Ich sage euch gleich noch was dazu, wie ich dieses Let's Play aufziehen will dann. Auf jeden Fall, diese vier Kampagnen, die erzählen quasi alle die gleiche Geschichte aus vier unterschiedlichen Blickwinkeln. Es ist ein riesiges Abenteuer, das sich über mindestens drei Länder erstreckt. Ja, und über mehrere Monate. Und jeder dieser Charaktere hat halt seinen eigenen Blickwinkel, erlebt seine eigene Geschichte. Man kann dann die Kampagne spielen von Anfang bis Ende und weiß dann, was dieser Charakter gemacht hat, und muss sich dann aber, um die ganze Geschichte zu erleben, die anderen drei Charaktere auch noch angucken. Und es gibt Stellen, da überschneidet sich das tatsächlich. Da treffen die Charaktere aufeinander. Da können theoretisch online bis zu vier Spieler gleichzeitig miteinander die Kampagnenmodus spielen. Ja, zum Beispiel Leon und Helena, und die treffen auf Jake und auf Sherry, und dann sind die vier gemeinsam in diesem kurzen Abschnitt unterwegs, bevor sich das dann wieder trennt. Gehen inzwischen mal ein bisschen weiter. Mein Plan für das Let's Play sieht jetzt vor. Wir haben so viel durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Dass ich diese vier großen Kampagnen nehme, ja, die teilweise synchron laufen und teilweise eben auch nicht, aber die dann doch einen chronologischen Ablauf haben und sich auch immer wieder überschneiden, dass ich diese vier Kampagnen nehme, dass ich die alle im Vorfeld durchspiele und aufnehme und das Ganze dann im Nachhinein zu einer großen, kohärenten, einzigen Geschichte zusammenschneide. Quasi so, wie ich das bei Resident Evil 5 gemacht habe, wo ich, wo ich die DLC-Kapitel mit in die Hauptgeschichte eingebaut habe. So ähnlich wird das auch laufen, nur dass ich halt die vier Kampagnen zusammenschneide. Teile, wo es sich wirklich überschneidet, wo also in zwei Kampagnen die gleiche Spielszene gespielt wird, die werden wir tatsächlich nur einmal spielen aus der Sicht eines der Charaktere, und zwar dessen, wo ich es für passender halte, dass wir aus dessen Sicht spielen. Und ansonsten werden wir munter zwischen den Kampagnen hin und her springen. Wir werden das Ganze chronologisch aufziehen. Wir springen munter zwischen den Kampagnen hin und her und werden dann quasi alle vier Charaktere gleichzeitig durch diese Geschichte begleiten, statt eine nach dem anderen zu machen. Das erfordert natürlich ein gewisses Maß an Planung, ein gewisses Maß an Vorbereitung, deswegen weiß ich auch noch nicht so ganz genau, wann dieses Let's Play hier starten wird. Ja, aber es ist auf jeden Fall in Arbeit. Es wird auf jeden Fall kommen. Ich hoffe, es wird so gut, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle. Das Einzige, was dann natürlich ist, dass meine Kommentare wahrscheinlich nicht so ganz stimmig sein werden, wenn ich erst das eine aufgenommen und gespielt habe und dann kommt erstmal eine Szene, die ich vielleicht 5 Tage später aufgenommen habe oder auch 3 Tage früher, und dann springe ich wieder zurück. Also rechnet damit, dass da vielleicht die ein oder andere Diskrepanz dann auch ist, dass ich irgendwas erzähle, vielleicht auch doppelt erzähle. Dass ich zweimal hintereinander das gleiche erzähle, weil ich halt da eine Woche zwischen war und ich irgendwas wiederholt habe. Was ich aber in der anderen Aufnahme an ziemlich genau der Stelle, wo sich das dann überschneiden würde, auch gesagt habe, ihr versteht die Problematik, brauche ich nicht weiter ausführen. Ja, auf jeden Fall, es ist ein relativ großes, ein relativ umfangreiches Projekt. Ich freue mich schon sehr drauf, ich hoffe ihr auch. Und jetzt konzentrieren wir uns noch ein bisschen auf dieses Preview hier, auf diesen kleinen Vorgeschmack dessen, was uns dann in Resident Evil 6 erwartet. Denn das, was wir hier sehen, ja, das erzählt eigentlich schon eine Menge über das, was passiert, und gleichzeitig aber auch gar nichts. Ja, und ich hoffe, es heizt euch genug an, dass ihr dann mit dabei seid, wenn es hier richtig losgeht. Wie gesagt, ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf dieses Spiel. Ich fand das Spiel damals richtig gut. Leons Kampagne hat mir gut gefallen. Jakes Kampagne hat mir sehr gut gefallen. Machen wir eine Pause. Chris war halt actionlastig, aber er hatte auch seine Momente. Es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch wird das auch sehr gut gefallen. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Ist ja noch das erste Mal, dass ich diese Geschichte auf Deutsch erlebe, weil ich spiele ja immer auf Englisch. Eigentlich, wenn ich privat für mich spiele. Wir spielen übrigens auf der PlayStation 3. So viel sei schon mal gesagt. Und wir spielen mit dem Profil, mit dem ich damals auch durchgespielt habe. Das heißt, so ein paar Sachen, auf die ich dann im Let's Play nochmal zu sprechen komme. Ich muss eigentlich ganz das auch hier kurz schrecklich erwähnen. Gute Soldaten so sterben zu sehen. Oh. Ein Kraut. Also es gibt so bestimmte Fähigkeiten, so bestimmte Attribute, die man
durch Punkte freischalten. Es gibt kein Geld mehr, also wir kaufen uns nicht mehr mit Geld irgendwas. Wir kriegen tatsächlich Punkte gut geschrieben, sowas in Richtung Erfahrungspunkte und können uns damit bestimmte Attribute kaufen, dass wir weniger Schaden nehmen, dass wir mehr Schaden verursachen und solche Sachen. Und da habe ich auch schon einiges freigeschaltet und das werden wir, diese freigeschalteten Sachen werden wir im Let's Play tatsächlich auch benutzen. Das betrifft so Sachen wie, wir nehmen weniger Schaden, wir richten ein bisschen mehr Schaden an mit unseren Waffen. Und das dritte ist, wenn wir im Sterbendmodus sind und unser Partner uns aufhilft, regeneriert er einiges an Lebenspunkten für uns. Wir haben nämlich ein Lebenspunktesystem hier. Wir haben 5 oder 6 Lebenspunkte. Ich überlege gerade, das kann ich so, glaube ich, gerade nicht zeigen. Das kommt vielleicht noch. Gleich. Wenn wir Helena heilen. Auf jeden Fall, wir haben... Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. So, da sieht man das jetzt in der unteren rechten Ecke. Das ist quasi unser Heads-Up-Display. Diese großen Vierecke mit dem Karo drin, das sind unsere Lebenspunkte, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir haben 5 Lebenspunkte jetzt hier. Ne? Wenn dieser Lebenspunkt, also wenn wir Schaden nehmen, dann wird das natürlich reduziert. Aber wir verlieren jetzt nicht direkt immer einen dieser Lebenspunkte oder irgendwas in der Art. Wir verlieren eine bestimmte Menge an Anteilen. Also quasi unsere Lebensenergiebalken sind 5 Abschnitte unterteilt. So kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Und solange so ein Abschnitt nicht komplett geleert ist, sondern nur zu einem Teil, regeneriert sich das wieder, bis dieser Abschnitt voll ist. Ist der Abschnitt aber erstmal leer, dann bleibt er leer, bis wir irgendeine Art von Heilkraut benutzen. Und dieses Attribut, was ich halt eingeschaltet habe, das bewirkt, wenn wir im Sterbenmodus sind, also wenn unser Lebensbalken komplett leer ist, wir quasi am Boden liegen und unser Partner uns wieder aufheben muss, regeneriert er uns automatisch auf 3 Lebenspunkte zurück. Das ist verdammt nützlich, das ist wahrscheinlich so mit einer der mächtigsten Skills im ganzen Spiel. Und wird es uns ermöglichen, relativ stressfrei durch das Let's Play zu kommen. Das ist mir das Wichtigste. Darunter ist übrigens der Ausdauerbalken. Es ist in diesem Spiel so, wenn wir Nahkampfattacken machen, ne, das, was wir ganz oft in Resident Evil 4 und in Resident Evil 5 gemacht haben, diese Aufwärtshaken, die Kicks und das alles, das braucht jetzt Ausdauerbalken. Also wir können nur eine bestimmte Anzahl von diesen Attacken machen, bis wir uns erstmal regenerieren müssen. So, und jetzt aber wieder zurück zum Spiel. Ja, je mehr Gameplay ich jetzt hier erkläre, desto weniger brauche ich das im Let's Play machen, das reduziert die Gefahr, dass ich mich wiederhole, wenn ich dann die unterschiedlichen Kampagnen spiele und das hinterher zusammenschneide und dass ich dann da nicht 4-mal sitze und euch erkläre, wie das mit den Lebenspunkten funktioniert und so. Deswegen mache ich das jetzt hier im Preview schon mal, dann haben wir das aus dem Weg, dann ist das aus meinem System raus und ich kann mich tatsächlich dann auf die Handlung konzentrieren, auf das, was tatsächlich passiert. Und dann ist die Gefahr auch nicht so groß, dass ich mich verzettle und Sachen 10.000 Mal erzähle, während ich da irgendwelche Kapitel aufnehme. So, was wir jetzt machen ist, wir kombinieren das Ganze und da stellen uns hier ein grünes Kraut. Ihr seht, wir haben jetzt hier 3 Heilplaketten. Jedes dieser Heildinger heilt einen Lebenspunkt. Das heißt, Kraut grün plus grün heilt 3 Lebenspunkte. Das ist das Ding, was unser KI-Partner auch benutzen würde mit diesem Skill, den ich ausgewählt habe. So, die werden dann im Tablettenbehältnis platziert und wir können mit R2 quasi schnell im Eifer des Gefechts heilen und müssen nicht erst extra großartig ins Menü gehen. Helena. Dieser Skill mit den 3 Lebenspunkten regenerieren, der funktioniert übrigens nur im Offline-Modus. Sobald wir Koop mit einem anderen Spieler spielen, funktioniert er nicht. Der funktioniert nur, wenn unser Partner KI gesteuert ist. So, und jetzt erstmal Helena heilen. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazugehören. Leon. Oh Mist.
Ach, geh weg von mir. Ja, ich befreie mich ja schon. Ja, es gibt wieder Zombies. Ja, nachdem Resident Evil 4 und Resident Evil 5 uns damit Las Plagas genervt haben, gibt es diesmal ganz offensichtlich wieder Zombies. Sind aber nicht Man direkt muss ständig auf der Hut sein. Die klassischen T-Virus-Zombies, aber mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das Coole ist, gut, es läuft ein ganz kleines bisschen anders ab, weil wir jetzt hier so ein Tutorial-Modus sind, wo uns natürlich jeder einzelne Schritt, jede einzelne Handlung, jede einzelne Aktion, die wir durchführen können, erklärt wird. Und dass das Ganze so ein bisschen cinematisch aufgezogen ist mit dem Heilen von Helena und so. Aber dieses Kapitel an sich, die Sachen, die hier tatsächlich jetzt passieren, dass wir durch diese Stadt gehen und auch ein paar Szenen, die jetzt gleich noch kommen, das ist tatsächlich Teil von Leons Kampagnenmodus. Das werden wir später im Rahmen des Let's Plays nochmal erleben. Und dann haben die Szenen auch einen anderen Kontext und dann versteht man auch, was jetzt hier passiert. Deswegen habe ich gesagt, dieses Tutorial, das macht auch so ein bisschen begierig auf mehr. Man möchte wissen, was genau ist da los? Warum sind die da? Was ist da passiert? Und vor allem, wie geht es Ihnen? Wie geht es weiter? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz begeistert von den deutschen Sprechern. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. So, Wegfindungshilfen einblenden. Ja, hier mit dem, diesem PDA können wir uns quasi immer, PDA. Können wir uns quasi zu jeder Zeit anzeigen lassen, wo genau wir jetzt eigentlich weiter müssen, folgen dem Pfeil. Wir haben natürlich auch Marker, die uns, unser Ziel anzeigen. Die werde ich auch eingeschaltet lassen, die, das Spiel ist sowieso relativ linear, aber das, macht es etwas einfacher, den Weg zu finden. Vor allem, wenn ich sehe, wo ich hin muss, dann kann ich auch mehr gezielt suchen, ob wir abseits des Weges noch irgendwelche Munition, irgendwelche Gegenstände, sonst irgendwas finden. Außerdem ist das Problem, wenn ich diesen Wegmarker hier ausschalte, dann habe ich gleichzeitig auch keine Lebensenergieanzeige mehr, weil ich das HUD nur als Ganzes deaktivieren kann. Und das könnte echt ein Problem werden, weil da möchte ich dann doch nicht drauf verzichten. Ich brauche keine Wegfindungshilfe. Wir laufen einfach mal geradeaus. Was zum Teufel? Ich war das nicht. Das war schon so, als ich gekommen bin. Ich schwör's. Roger. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Gut, dann gehen wir mal einfach geradeaus weiter. Woi! Hannigan? Es geht nicht geradeaus weiter, da sind Zombies und so. Autsch! Ich werde wohl nicht drum rumkommen, doch ein paar Zombies zu töten, wa? Ach ja, wir haben auch noch ein paar andere Waffen. Oh, ich muss das unbedingt ein bisschen heller stellen für das eigentliche Let's Play. Man sieht ja kaum was. Oh, also ich sehe zumindest kaum was. Sie kriechen aus ihren Löchern.
So, da sieht man ganz schön unten rechts, wie unser Lebensbalken sich eben wieder regeneriert hat. Da immer das rot blinkende, das regeneriert sich wieder. Da sieht man es ganz gut. So, um Helena brauchen wir uns übrigens keine Sorgen zu machen. Die ist tatsächlich unverwundbar. Leon, da! Weg! Oh oh. Leon, lauf! Uah. Steigen! Jo, ich komme, wir kommen! Und alle ab! Gehst du wohl weg von mir? Ich mach das schon. Los, na los. Hoch. Der Heli macht es nicht mehr lange. Noch ein Stück. Nimm mal diese Quick-Time-Events, ey. Tschüss, Mann. Mist! Festhalten! Cool! Uiuiui. Und einmal mehr muss ich mir hier an dieser Stelle die Frage stellen. Gibt es eigentlich irgendeine Art von Fahrzeug, das Leon betreten kann, ohne dass es gleich zu einem totalen Crash kommt? Moin. Uah. Okay. Dürfen sie nicht! Ja. Ich rufe die Polizei. Schnell weg hier. Okay. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Man sieht auch schon das Umbrella-Logo auf dem Fußboden. Ja, das ist sehr relevant. Merkt euch das gut. Blöde Putte. Ernsthaft? Noch nicht genug? Und das war's. Das war die Einführung zu Resident Evil 6. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt schon genauso sehr auf das kommende Let's Play. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie es ankommt und wie das Endprodukt dann wird. Ich weiß nämlich noch nicht so wirklich, wie ich das Ganze zusammenschneide, aber
Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich bin der Rio. Ich klinke mich an dieser Stelle aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann mit dabei, wenn es heißt Let's Play Resident Evil 6. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.